Hallo, in dieser Videoreihe werde ich euch alles erzählen, was ihr über Dreiecke, Winkel und parallele Geraden zu wissen braucht. Vielleicht wird diese Information für euch sehr nützlich sein, um die Prüfungen zu bestehen. Und dann, wenn wir alle Regeln erlernen, können wir ein Spiel mit den Winkeln spielen. Dank diesem Spiel werdet ihr den Stoff öfter wiederholen. Beginnen wir mit den Grundlagen. Was ein Winkel ist, wisst ihr. Oder vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann werde ich euch es erklären. Wenn ich zwei Geraden habe, ich möchte diese Gerade dicker zeichnen. Wenn ich zwei Geraden habe, die sich an einem gewissen Punkt überschneiden, dann ist der Winkel ein Maß, das zeigt, wie weit diese Geraden voneinander liegen. Aber ich werde lieber ein besseres Werkzeug nutzen. Also, das ist ein Winkel. Der Winkel zeigt, wie weit diese Geraden offen sind. Die Größe eines Winkels wird im Grad- oder Bogenmaß eingegeben und gemessen. Wir werden Gradmaß benutzen, weil es am häufigsten vorkommt. Wahrscheinlich seid ihr damit schon vertraut. Wenn ein Winkel 0 Grad beträgt, werden diese beiden Geraden aufeinander liegen. Wenn ich abschätze, kann ich sagen, dass dieser Winkel etwa 45 Grad beträgt. Wenn die Geraden noch weiter voneinander liegen, so weit wie hier, beträgt dieser Winkel 90 Grad. Zwei Geraden, wenn sie einen Winkel von 90 Grad einschließen, nennt man Rechtwinkel, weil sie rechtwinklig sind. Weil eine von ihnen absolut senkrecht und die andere waagerecht ist. Das ist erstaunlich schwierig, den genauen Wortlaut zu finden, aber ich glaube, dass ihr das versteht. Nach der Definition stehen die rechtwinkligen Geraden in einem Winkel von 90 Grad zueinander. Ihr könnt sie in solchen Formen wie Quadrat und Rechteck sehen. Ein Rechteck besteht aus einer Gruppe von den rechtwinkligen Geraden. Zum Beispiel, diese beiden Geraden stehen in einem Winkel von 90 Grad zueinander. Um zu zeigen, dass es ein rechter Winkel ist, soll man ein kleines Kästchen zeichnen. Das ist das gleiche wie einen Winkel um 90 Grad zu zeichnen. Wenn der Winkel größer als 90 Grad ist, dann handelt es sich um einen stumpfen Winkel. Nehmen wir an, dass ich solche Gerade habe. Also, wenn ich abschätze, beträgt der Winkel 135 Grad. Wenn ihr den Winkel genau messen wollt, könnt ihr einen Winkelmesser benutzen. Ihr Lehrer wird euch bestimmt zeigen, wie man den benutzt. Also, nehmen wir an, dass diesen Winkel 135 Grad beträgt. Wenn ein Winkel 180 Grad ist, spricht man vom gestreckten Winkel. Somit liegen die Schenkel auf einer Geraden. Jetzt können wir fortfahren. Wenn dieser Winkel hier 135 Grad beträgt, könnt ihr ihn gleich hier messen. Lass mich eine andere Farbe nehmen, nur um den Unterschied zu zeigen. Also, das ist auch ein Winkel. Diese Winkel bilden einen Kreis von 360 Grad. Deshalb, wenn dieser Winkel 135 Grad ist, dann ist die rosa Winkel gleich 360 minus 135 Grad. Wie viel ist das? Rosa Winkel ist 225 Grad. Also, ihr wisst, dass ein Kreis 360 Grad beträgt. Es ist sehr wichtig zu wissen, die Winkel, die einen Kreis bilden, betragen 360 Grad. Wenn wir einen Halbkreis haben, so wie hier, dann beträgt der Winkel 180 Grad. Nehmen wir an, dass der Scheitelpunkt hier ist. Ich meine, es sieht wie eine ungeteilte Linie aus, aber das ist ein 180 Grad Winkel. Und wenn wir noch einen Viertel von Kreis nehmen, wird der Winkel 90 Grad sein. Ich hoffe, dass ihr das verstanden habt und jetzt Winkelgröße abschätzen könnt. Und jetzt werde ich euch viele nützliche Winkelregeln verraten. Machen wir das weg. Lass mich das noch einmal zeichnen. Also, wenn ich so eine Gerade habe,
Mir gefällt es, verschiedene Farben zu verwenden. Ich glaube, dass es euch wach hält. Natürlich, das, was ich tue, ist nicht ganz offensichtlich. Aber lasst uns noch einen Winkel hinzufügen. Nehmen wir an, ihr wisst, dass ich es nicht genau messe. Nehmen wir an, dass dieser Winkel 30 Grad beträgt. Wir wissen, dass, wenn wir es bis zum Kreis ergänzen, dann wird der Winkel 360 Grad sein, richtig? Naja, ist nicht gerade schön. Also, wir wissen auch, dass dieser Winkel hier 330 Grad ist, weil dieser Winkel und dieser roten Winkel einen Kreis bilden. Daher ist es gleich 330 Grad. Und merkt ihr, die Winkel, die einen Kreis bilden, ergeben 360 Grad. Wir haben früher oft ein Videospiel gespielt, das 27 hieß. In diesem Spiel sollte man auf seinem Skateboard hochspringen und dabei zwei Drehungen um die Achse machen. Das ist 720 Grad Drehung. Wenn ihr einen Kreis zweimal herumgeht, es ist auch 720 Grad Drehung. Wenn ihr aufspringt und eine Volldrehung macht, dann ist es 360 Grad Drehung. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Es war ziemlich beliebt. Wie auch immer. Auf jeden Fall, einen Kreis ist 360 Grad und einen halben Kreis ist 180 Grad. Es gibt auch zweite wichtige Sache, die man merken soll. Wenn wir nur einen halben Kreis ziehen, dann beträgt der Winkel 180 Grad. Aber wenn wir zwei Winkel haben, die zusammen 180 Grad sind, ich weiß nicht, ob diese Geraden deutlich sichtbar sind. Lass mich dickere Linien zeichnen. Ja, sie schauen nicht perfekt, aber man kann verstehen, was ich meine. Hier haben wir einen Winkel. Nennen wir es X. Und diesen Winkel Y. Was wir über das Verhältnis zwischen den Winkeln X und Y wissen? Wir wissen, dass der gesamte Winkel die Hälfte von Kreis ist, richtig? Das sind 180 Grad. Diese 180 Grad betragen den gesamten Winkel. Wie viel beträgt jeder von beiden Winkeln? X plus, ich versuche bei unseren Farben zu bleiben, Y, ich glaube, ich bin farbenblind, ist gleich 180 Grad. Oder ihr könnt schreiben, Y ist gleich 180 minus X. Oder X ist gleich 180 minus Y. Aber wenn X plus Y ist gleich 180 Grad und ihr könnt sehen, dass das Sinn macht, die Summe von beiden Winkeln beträgt einen halben Kreis. Das heißt, dass x und y sind, das ist ein komisches Wort, leicht zu merken, sind Supplement- oder Ergänzungswinkel. Zwei Winkel, die sich immer zu 180 Grad ergänzen. Nehmen wir an, dass wir folgende Situation haben. Oh, es war eine furchtbare Gerade. Also, wir haben folgende Situation. Ich zeichne zwei rechtwinklige Gerade, richtig? Das ist ein Viertelkreis. Nehmen wir an, dass der gesamte Winkel beträgt 90 Grad, richtig? Sie sind immerhin rechtwinklig. Nehmen wir an, dass ich zwei Winkel innerhalb von dem rechten Winkel habe. Der erste nennen wir x, der zweite y. Wie viel ergeben sie? X plus y ist gleich 90 Grad. Und wir können sagen, dass x und y sind Komplementwinkel. Sie ergänzen sich zu einem rechten Winkel. Merkt ihr das? Komplementwinkel, wenn sie sich zu 90 Grad ergänzen, und Supplementwinkel, wenn sie sich zu 180 Grad ergänzen. Man darf es nicht verwechseln. Nun, meine Zeit ist um. Bis zum nächsten Video.